Hi Leute, und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Sky Factory 3. Also hier drüben habe ich jetzt mittlerweile schon etliches an Bücherregalen, da brauche ich aber noch ein paar. Die bekomme ich hier drüben, ich habe jetzt halt so eine Zuckerrohrfarm gebaut, aber halt keine automatische, sondern ich fliege halt immer wieder her, baue das kurz ab und dann fliege ich halt wieder zurück. Also dauert das noch etwas. Seltsamerweise bekomme ich immer hier dann die Lecks. Bin ich aber hier wieder, funktioniert's. Ich vermute, das liegt oben an den Hühnern. Dann werde ich die vielleicht irgendwann mal umziehen, weiter weg, damit ich da nicht mehr jedes Mal durchfliegen muss. Okay. Das andere, was ich machen möchte, ist die Void Miner, hier Tier 4. Möchte ich bis zum Tier 4. Und dazu brauche ich halt die ganzen Unterstufen jedes Mal wieder, mehrfach. Und deswegen möchte ich die jetzt alle als Ding anlegen, als, wie heißt's, Autocrafting-Rezepte. Dazu brauche ich Diamanten und Eisen. Die können schon mal mit rein. Dann sollte ich hier eigentlich, das hier brauche ich, dann brauche ich das hier als Rezept. Dann brauche ich das hier als Rezept. Das hier brauche ich noch. Dann dürfte ich hier alles haben, also können wir das machen. Hier weiter, das habe ich dann auch alles. Mika, die habe ich mittlerweile auch schon. Deswegen konnte ich es ja vorher nicht weiterbauen, weil da haben wir erst das hier gebraucht. Aber das bekomme ich ja durch diesen Vault Resource Miner. Also packe ich das Mika noch mit rein. Da war ich nicht, ich war bei dem hier. Also kriege ich jetzt eigentlich alles schon einmal, oder? Bis auf die komischen Stabilized Enderperlen. Das kann ich aber auch craften lassen, weil das habe ich alles. Dann haben wir das hier schon einmal. Und hier beim letzten, da brauche ich dann bloß nochmal 4 Netherstars. Auf jeden Fall kann ich jetzt, das mache ich alles auf Seite 2, das Ganze für Infernament Tech. Und jetzt, wenn ich sage, ich möchte die höchste, das Tier 4, sollte er mir ausschreiben, dass bloß 4 Netherstars fehlen. Und die kann ich ja ganz einfach herstellen, indem ich 12 Köpfe hole. Wo sind sie? Da, 12 Köpfe, dann brauche ich noch, wie heißt der, Soul Sand. Wie viel brauche ich da? 4, 16 Stück. Dann habe ich die schon einmal, dann brauche ich noch meinen Cleaver. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die 4 Netherstars habe. Okay, jetzt habe ich meine 8 Netherstars, dann können wir den schon mal wieder hier reinlegen. Dann bestellen wir uns hier doch mal diesen Resource Miner. Start. Und sollte fast schon durch sein, oder? Ja, passt. Geht jetzt doch recht schnell, das Teil herzustellen. Vor allem auch, wenn es Tier 4 ist. Dann hätte ich mir eh schon mal etwas sparen können, indem ich den hier einfach abbaue. Weil der muss eh weg. Also mache ich das doch mal ganz kurz. Bauen wir das ganze Teil ab. Geht sogar recht schnell. Und ich glaube, es wäre sogar noch schneller gegangen, wenn ich es jetzt nicht alles per Hand abgebaut hätte, sondern mit dem komischen Stab von Infernament Tech, wenn ich einfach
Rechtsklick drauf gemacht. Shift-Rechtsklick, glaube ich. Dann hätte er das Ganze abgebaut und bei mir ins Inventar gelegt, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, die harten Stone Machine Case hier in der Mitte, die blauen länger. Außen die Structure Blocks ploppen instant fast ab. Dann haben wir das ja fast schon. Und zum Glück habe ich mittlerweile eine doch etwas stärkere Pickaxe. Da geht das recht schnell. Okay, ich glaube, ich habe einen Block ist mal runtergefallen, weil ich bloß 24 Structure Blocks habe. Dann gehen wir aber her und werden Harden Stone brauche ich eigentlich an nicht anlegen, weil das kriege ich auch hier raus. Hier. Und hier habe ich Harden Stone. Also das sollte auch passen. Dann brauchen wir aber die Tier 4 Structure Blocks. Harden Stone Structure Block 3. Okay, da brauche ich wieder alle Versionen durch. Also machen wir das doch mal. Fangen wir mit dem hier an. Dann brauchen wir das hier und da haben wir dann den letzten und da brauche ich jedes Mal einen Netherstar. Oh shit. Das ist teuer, das Rezept. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Und dieses Maschinen Case in der Mitte, das ist egal. Okay. Aber ja, okay, egal nicht, sondern ich brauche halt auch ein Rezept dafür am besten. Dazu brauche ich dieses Rezept, mache ich jetzt einmal, und dieses hier. Das kommt einfach hier vorne mit dazu. Und das kommt hier mit rein. Passt. Dann, wo habe ich den hier und den hier? Schauen wir doch mal, das ist der Void Ore Miner, also der hier. Tier 4, wir brauchen 56 Structure Blocks, das heißt, ich brauche 56 Netherstars. Wow. 56 Machine Base, das geht ja ganz schnell. Machine 20 habe ich schon, dann brauche ich noch 36. Die habe ich jetzt halt gleich. Oder ich hab sie schon. Das geht um einiges schneller als gedacht. Die kann ich eigentlich hierher legen, alles. Davon werde ich noch welche brauchen. Und zwar brauche ich 5 Lasercore und eine Clearlens. Eine Clearlens habe ich. Dann brauche ich noch die Lasercores. Das sind die hier. Da brauche ich noch 3. Okay. Dann brauche ich hiervon Modifier Cores, brauche ich 12. Das Rezept habe ich noch nicht, deshalb legen wir es doch mal an. Modifier Core, da brauche ich 12 und ich wollte die Speed Modifier, also lege ich das hier doch auch gleich an. Seite 2, den und den hier rein. Modifier 12 Stück. Brauche 8 mal Stone und 10 Mica. Ich hab kein Mica mehr. Das ist nicht gut. Okay. Also die kann ich nicht machen. Kann ich dann aber die normalen herstellen? Da fehlt bloß Stone. Stone hatte ich auch hier mit drin. Hier habe ich Stone. Okay, also die Modifier kann ich noch nicht abbauen, die abgecodeten Versionen, aber egal. Und jetzt brauche ich 56 Netherstars, habe ich das gerade richtig gesehen? Wie heißt das Zeug? Structure. Das kann doch nicht sein, ich muss doch da mehr rauskriegen, oder? Okay, gut. Wenn sie nicht in der richtigen Reihenfolge sind, dann okay.
Machen wir mal das hier, dann habe ich zumindest die 56 und Tier 4. Da, ja, da brauche ich jetzt 56 Nether Stars. Wow. Das ist... Da muss ich das Teil auf jeden Fall automatisieren. Ansonsten können wir das vergessen, dass ich die 56 Stück zusammenkriege. River? Nicht weit. So rum. Schon besser. River Skeleton, River Boss, Death Muffler. Wo haben wir das, was ich will? Mystical Agrikultur ist die, wo ich hergenommen habe, ja. Haben wir da keinen Killer irgendwie? Da hatten wir doch mal was. Killer Joe, aber der geht, glaube ich, kaputt. Wie heißt denn der andere Mod? Draconic. Draconic. Mob Grinder. Flux Gates. Und Fluid Gates. Es gab doch extra einen für den River, wenn mich nicht alles täuscht. Weil ich den doch noch herstellen wollte, bloß das hätte es so ewig lang gedauert. Das ist zu dunkel. Das, ja, wird nicht besser, wenn ich woanders hinschaue. Wieso muss das alles schwarz sein? Das ist jetzt blöd. River Trap. Na, das ist auch wieder was anderes. Ich kann es mal mit einem Mob Grinder oder so probieren, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oder dem Killer Joe. Na, da muss ich mal schauen, welcher Block das war, mit dem er den River töten kann, weil der muss halt auch Ding sein. Wie heißt's? Dass er die Explosion überlebt, weil ansonsten funktioniert das halt nicht. Okay, gut. Dann war's das aber erst einmal mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.